Am 22. April wurden wieder die Sportler des Jahres aus dem Landkreis Leipzig ausgezeichnet und rund 400 geladene Gäste füllten den Veranstaltungsort, die Stadthalle in Zwenkau. Neben vielen Sportlern und Sportlerinnen selber waren auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und natürlich den Sportvereinen mit dabei. Wir haben über 400 Gäste und es geht ja darum, die Sportlerinnen und Sportler und Mannschaften des Jahres zu ehren. Es geht darum, das Ehrenamt ins Lampenlicht zu rücken und uns bei den Unterstützern des Sports im Landkreis zu bedanken. Ich bin glücklich, dass alle hier sind, nicht nur die Vereine und die Sportler, sondern auch Ehrengäste aus der Politik, aus der Wirtschaft und unser Schirmherr Landrat Henrik Reichen. Und insofern genießen wir diesen Abend, dieses Familientreffen des Sports im Landkreis. Zu diesem Familientreffen gab es auch ein passendes Unterhaltungsprogramm. Mit von der Partie war unter anderem der Spielmannszug aus Mutschen. Auf der Bühne gab es unter anderem eine interessante Podiumsdiskussion, auf der sich Landrat und Schirmherr, die Vizepräsidentin des Landessportbundes und der Präsident des Kreissportbundes moderiert, von Diana Schell, über brennende Themen des Breitensports wie Nachwuchsprobleme oder die Auswirkungen der Energiekrise austauschten. Die steigenden Preise im Energiesektor haben zuallererst die Sportvereine betroffen, die eigene Sportstätten haben bzw. die in Pachtverträgen eigene Sportstätten unterhalten. Und die hat es natürlich im zweiten Halbjahr 2022 sehr betroffen gemacht, als sie dann aus dem Briefkasten die überhöhten Abschlagszahlungen von Strom und Gas gesehen haben. Und das bedeutet natürlich auch für die Vereine, der Haushaltsplan ist vollkommen aus dem Fugen geraten. Ausgezeichnet wurden an diesem Abend nicht nur die Sportler, sondern auch ehrenamtlich aktive Mitglieder der Vereine. An sieben dieser ehrenamtlich Tätigen wurde stellvertretend für alle der Ehrenamtspreis übergeben. Auch Unterstützer, also Sponsoren, wurden geehrt. Den Unterstützerpreis gab es diesmal für Sven Walter vom Borner Unternehmen Wintec Autoglas und die Bäckerei Schwarze aus Bennewitz, die besonders aktiv den Wurzener Ruderverein fördern, sowie die Sparkasse Leipzig und Sparkasse Muldental als finanzkräftigen Unterstützer des regionalen Sports. Ja, also ich freue mich total tatsächlich. Ich bin erst seit 2,5 Jahren bei der Sparkasse und wir machen ganz viel für den Sport. Und dass das auch wahrgenommen wird, dass man einen Preis bekommt, also ich bin total happy. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a blood. Zwischen den Ehrungen gab es immer wieder Unterhaltungseinlagen, unter anderem Tanzdarbietungen der Bonner Tanzelfen und natürlich durfte das Buffet nicht fehlen. Hier konnten sich in der Pause alle stärken, bevor schließlich die Sportler des Jahres gekürt wurden. Bei den Sportlerinnen des Jahres konnte sich diesmal Jessica Krause, Karate- und Vollkontaktsportlerin vom AS Saxonia Naunhof freuen. Sie bekam die Ehrung sogar schon zum zweiten Mal. Jessica Krause ist seit dem vergangenen Jahr Weltmeisterin der U18, erreichte beim Weltcup den 3. Platz und bei der Balkan Championship konnte sie sich den 1. Platz sichern. Natürlich hofft man es immer. Also, aber es besteht natürlich immer die Chance, dass auch die anderen gewinnen. Klar, weil das ist dieser Moment, wo mein Name gesagt wurde, wo ich den Tisch gehört habe, wie er ausgerastet ist. Das war dann schon, ja, ich hab's wirklich wieder. Das war schon ein sehr schöner Moment und innerlich dachte ich mir so, ja, die Hoffnung hat sich gelohnt. So eine kleine Bestätigung doch.
Platz 2 ging an Karin Hoffmann, Geräteturnerin beim TV Markkleeberg von 1871, und Platz 3 an Caroline Pohle, Triathletin von den drei Stars Markkleeberg. Bei den Sportlern des Jahres konnten sich Malte Janssen vom Nerchauer SV 90 durchsetzen. Er ist Kunstradsportler und trainiert seit mittlerweile 11 Jahren. 2022 schaffte er bei den deutschen Meisterschaften den 6. Platz. Also bei uns hat die Saison jetzt erst angefangen und ich war letztes Jahr auch noch Junioren, also erst jetzt bin ich in der Altersklasse Männer bzw. Elite. Und da waren jetzt sachsenweit schon einige Wettkämpfe, aber die großen Wettkämpfe, also Deutsche Meisterschaft, Ostdeutsche Meisterschaft, die kommen noch. Platz 2 konnte sich hier Leichtathlet Vincent Posmik sichern und der 3. Platz ging ebenfalls an einen Leichtathleten, Lukas Kussmann von den Sportfreunden Neukieritsch 1921. Schließlich fehlte noch die Mannschaft des Jahres. Mit großer Spannung wurde das Ergebnis erwartet. Mannschaft des Jahres ist die erste Damenmannschaft Volleyball. Die erste Damenmannschaft Volleyball der TSG Markkleeberg konnte sich über die Auszeichnung zur Mannschaft des Jahres freuen. Vizemannschaft des Jahres ist die Seniorenfrauenmannschaft in der Leichtathletik der Sportfreunde Neukieritsch 1921 und Platz 3 ging an die Geräteturnerinnen der SV Einheit Borna in der Leistungsklasse 3. Mit einer atemberaubenden Hula-Hoop-Vorführung beeindruckte Olena Weiß die rund 400 geladenen Gäste in Zwenkau. Zum Abschluss des offiziellen Teiles der Veranstaltung wurde es dann aber noch spektakulärer. Mit einer LED-Lichtshow stimmte sie alle auf den gemütlichen Teil des Sportlerballs mit Musik und Tanz bis nach Mitternacht ein.